Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Multiplayer-Format bzw. einer neuen Folge Head to Head. So haben wir das jetzt nämlich genannt, unser Format gemeinsam mit dem Andi. Grüß dich. Hallo. Ja, wir haben euch gefragt, wie soll man das Ganze nennen, und erstmal riesen Dankeschön an die ganzen Vorschläge von euch. Da waren wirklich sehr amüsante Vorschläge auch dabei, wo Andi und ich echt schmunzeln mussten, aber auch sehr viel geile Vorschläge dabei. Und ja, wenn jetzt euer Vorschlag ist schlussendlich, wie ihr merkt, nicht geworden ist, trotzdem großen Dankeschön. Ich denke einfach, die Auswahl an den Vorschlägen war schon sehr cool. Im engeren Kreis zum Beispiel fand ich auch Showdown ganz cool, hat Andi jetzt aber nicht so gefallen. Und aber ich glaube, bei Head-to-Head waren wir uns beide einig. Das trifft es eigentlich irgendwie kurz, knackig auf den Punkt. Es verrät auch nicht zu viel oder ja, strengt uns zu sehr ein in diesem Format, weil, wie wir es schon in der ersten Ausgabe gesagt haben, geht es nicht nur darum, irgendwie alte Generationen gegen neue zu vergleichen oder ja, sonst was, sondern halt einfach auch Sachen zu vergleichen, die irgendwie in ihrem Typus sehr ähnlich sind. Oder vielleicht auch nicht ähnlich sind. Also wir haben ja auch gesagt, zum Beispiel Konzept-Card zu Serien-Card, das werden wir auch definitiv nochmal machen, gerade beim Urus macht das, also da habe ich schon mal Bock drauf, wenn Andi irgendwann ich dazu überreden, so ein großes Koloss mal zu fahren. Ja, aber nichtsdestotrotz, heute haben wir auch ein ganz interessantes Duell, was Andi auch direkt mal ja, vorgeschlagen hat und auch natürlich Feuer und Flamme ist, so zumindest mal auf jeden Fall für das eine Modell der beiden. Endlich ein AMG. Genau, endlich ein AMG. Nee, und zwar, klar, der AMG GTR gegen die Corvette Z06 der siebten Generation. Und ja, warum und wieso die beiden Fahrzeuge? Ja, Andi, erklärst du einfach du, würde ich sagen. Es sind die stärkeren Varianten von beispielsweise Stingray im Falle der Corvette und AMG GTS im Falle vom AMG. Aha, logischerweise. Es sind beides V8 Supersportwagen mit Transaxle-Bauweise, soll im Klartext heißen Motor vorn, Getriebe hinten, was einfach für die Gewichtsverteilung da ist, zum Großteil. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Des Weiteren haben wir ja schon gesagt, es sind beides eigentlich, wenn man sieht, aerodynamisch optimierte Varianten. Wir sehen, naja, einen größeren Heckflügel beim AMG als bei der Corvette. Und ja, wir haben... Bei der Corvette ist es halt mehr so ein Ducktail-mäßig, genau, Verschnitt, ja. Aber das zeugt auch ganz gut Downforce, würde ich behaupten. Genau, beides V8. Im Falle vom AMG haben wir einen 4 Liter V8 Biturbo, soweit ich weiß. Korrekt, und ja. Und bei der Corvette einen 6,2 Liter LT4 V8 Kompressor, welcher auch in der Camaro eingesetzt wird. Also im Prinzip doch sehr ähnliche Konzepte, muss man sagen, und die werden auch sehr gerne in der Realität miteinander verglichen. Wie das Ganze hier im Spiel aussieht, wollen wir heute zeigen. Genau, das gucken wir uns heute an. Format kennt ihr ja bereits, oder wenn ihr es noch nicht kennt, wir fahren jetzt zwei Rennen mit jeweils dem Fahrzeug, was ihr gerade bei demjenigen seht, wo ihr gerade zuguckt. Und dann tauschen wir das Ganze. Also bei meiner Sicht, ihr werdet natürlich auch auf den Genuss der Corvette kommen, genauso bei an den Genuss des AMGs. Und dann werden wir ein bisschen Brainstorming betreiben, das werden wir auch währenddessen schon ein bisschen tun. Und gucken, was machen die Fahrzeuge gut, was machen sie nicht so gut, also für sich eigenständig, aber auch im Vergleich. Und dann gibt es eine kleine Tuning-Phase, wo wir sagen, okay, was könnte man optimieren. Nicht nur, das möchte ich auch nochmal klarstellen an der Stelle, während ich schon mal das erste Rennen auswähle, machen wir doch mal hier das hier, das ist doch ganz cool. Uns geht es nicht nur darum, eben die Fahrzeuge anzugleichen aufeinander, ja, also das ist nicht das Hauptziel, das hat halt natürlich bei der ersten Ausgabe mit dem 458 Speziale und mit dem 488 GTB halt ganz gut gepasst, weil sie in ihrer Philosophie sehr ähnlich waren. Das heißt, es wird nicht immer passieren. Es kann natürlich passieren, dass wir sagen, hey, okay, pass mal auf, wenn wir den in die Richtung bewegen und den in jene Richtung bewegen, dann sind sie beide sehr ähnlich und perfekt. Es kann aber auch sein, dass wir einfach sagen, okay, bei dem Fahrzeug macht es einfach Sinn, dass tatsächlich, nee, warte, wir wollen PvP, dass wir wirklich sagen, wir wollen wirklich das einzelne Fahrzeug für sich einfach verbessern und dann nochmal am Schluss vergleichen, wie schaut es aus, wenn die Version verbessert wurde. So, ich stelle mal ein. Regen verzichten wir mal bei den beiden. Ja, das wäre von Vorteil. So. Aber was erstellen. Ja, preislich sind die beiden nicht sehr nah zusammen, muss man sagen. Ja, da ist ein Ami im Spiel, da kannst du den Preisvergleich gleich direkt knicken. Ja, wenn man sich aktuell, kann man ja noch machen,
eine Z06 konfigurieren möchte, startet man so bei, naja, grob 130.000 Euro. Da ist aber halt schon sehr viel drin. Und der AMG GTR fängt so bei 166.000, 170.000 Euro an. Was halt doch, man muss sagen, für die Liga doch noch ein sehr relativ großer Preisunterschied ist. Sehr relativ groß. Ja, klar, Aber da lässt im sich's Endeffekt. AMG halt bezahlen. Ja, im Endeffekt, ich glaube, wenn man jetzt die Wahl hat zwischen Corvette und AMG, dann, wenn man sich die Frage stellt, dann sollten einem die 30.000 auch nicht mehr wehtun. Naja, das ist ja, glaube ich, auch so eine persönliche Geschmackssache und Präferenz und Image-Geschichte auch, also beziehungsweise welches Image, also nicht, dass das eine Image besser als das andere ist, sondern welches man halt einfach pflegen möchte. Ja, von der Leistung her, ich glaube, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Motoren haben wir ja schon gesagt, oder Andi hat es ja schon gesagt. Klar, deutlich mehr Hubraum bei der Corvette, aber auch mehr Leistung bei der Corvette. Man könnte jetzt einfach, ich sage jetzt einfach mal grob, knapp 100 PS mehr Leistung. Wir sind hier bei, ich glaube, 600. Schieß mich tot. 59. Ja, 659 und beim AMG sind wir bei 500, 85 PS. Also so knapp 100 PS Unterschied. Ja, aber wir haben ja letztes Mal gesehen, dass mehr Leistung nicht unbedingt schneller heißen muss. Nee, am Start hätte ich jetzt auch das Gefühl gehabt, dass der AMG ein bisschen besser mit ein bisschen mehr Traktion vom Fleck kommt. Ja, Respin hast du halt schon, das muss man auf jeden Fall sagen. Da musst du wirklich einen sehr, sehr guten Start erwischen, damit man sehr wenig Respin hatte. Seit das Problem an Forza, dass du da wenig Einfluss drauf hast, was die Drehzahl angeht am Start. Ja, während wir unsere ersten Meter fahren und unsere erste Erfahrung mit den Fahrzeugen sammeln, kurz mal noch ein Off-Topic-Thema bezüglich den Multiplayer-Folgen an diesem Wochenende. Diese Folge ist ja jetzt eher spontan entstanden. Das hat mir auch netterweise Andi angeboten, als er erfahren hat, was passiert ist. Ich habe es in der Freitags-Let's-Play-Folge schon erwähnt gehabt und vielleicht steht es auch inzwischen schon im Community-Tab. Ja, die Aufnahmen, die ich die Woche am Dienstag aufgenommen habe, die beiden, das war zu einem Mal Wheelspin in der Gold Digger Edition und einmal haben wir Cops vs. Racer Most Wanted in der Vintage Edition gemacht. Beides, wie ich fand, sehr, sehr lustige und unterhaltsame Aufnahmen. Ja, leider hat es mir die Aufnahmen zerschossen. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, ob ich irgendwie mit dem Kopf woanders war und die aus Versehen gelöscht habe, bevor ich es überhaupt bearbeitet habe, oder ob irgendwie mir der PC das Ganze nicht aufgezeichnet hat. Ich weiß es nicht, es ist auf jeden Fall super, super ärgerlich gewesen, weil ich die Woche eigentlich echt super viel Stress hatte und mir aber trotzdem extra die Zeit freigeschaufelt habe, damit halt eben diese Multiplayer-Folgen entstehen. Und ja, schlussendlich ist trotzdem ärgerlich, dass sie halt dann doch nicht da waren, weil, ja, wie gerade gesagt, die Folgen waren eigentlich mega geil und es ist irgendwie schade, dass sie dann nicht existent sind, zumindest mal von meiner Seite her. Ich bin aber trotzdem dankbar, dass es ja trotzdem auch andere Leute gibt, die das Ganze aufzeichnen, wie eben Andy. Und deswegen verlinke ich einfach jetzt nochmal unter diese Folge auch die beiden Multiplayer-Folgen aus Andys Sicht und auch aus den Sicht der weiteren Personen. Es haben noch ein paar mehr aufgenommen, die auch ihre Sicht hochgeladen haben. Deswegen neben der Head-to-Head-Sicht von Andy eben auch die Sichten dieser anderen Multiplayer-Formate, die eigentlich dieses Wochenende herauskommen sollten. Falls sich der eine oder andere fragt, warum jetzt zum Beispiel gestern nichts kam und das irgendwie nicht mitbekommen haben sollte. Also die Folge jetzt hier, die ihr jetzt seht, war eigentlich gar nicht für heute geplant. Die war eigentlich gar nicht geplant, wenn man so will. Die war eigentlich gar nicht geplant, ja. In einem anderen Zeituniversum, Continuum, ja, hätte es diese Folge nie gegeben. Komm. Was aber schade ist eigentlich, weil ich, also gut, wenn es heute nicht gekommen wäre, halt irgendwann anders vermutlich. Ja, klar. Aber, also das ist halt wirklich ein Duell, da bist du nicht drum rumgekommen. Zu einer gewissen Zeit, ich glaube 2017 ungefähr dürfte das gewesen sein. Da hast du das irgendwie im Automagazin gehabt. Ja. Und das auch nochmal zur Klarstellung, weil Andi ja am Anfang gesagt hat, das sind ja die besseren Versionen ihrer Grundversion. Natürlich ist klar, beim AMG GT gibt es noch den normalen, wie gerade gesagt, AMG GT, es gibt den GTS und es gibt den GTR. Dazwischen gibt es noch den GTC, aber den lassen wir jetzt mal außen vor. Bei der Corvette ist es so, da gibt es natürlich nochmal die eins bessere Variante, die ZR1. Das ist uns schon bewusst, aber das sind die beiden, die eben zu vergleichen sind aufgrund ihrer Konzeption. Der ZR1 wäre einfach nochmal zu krass. Da müssten sie jetzt vom GTR halt nochmal eine. Es gibt ja auch so, ist ja eine geplant eine bessere Version nochmal vom GTR, ne? GTR S oder so. Ne, GTR, das hat einen anderen Namen. Boah,
schlecht vorbereitet. Ja, ich, kann ja, mir ich weiß, merken. Was du meinst. Ich habe das Wutsch schon mal angesprochen. Ja, also das ist ja nochmal so die, ja, im Prinzip die Rennversion nochmal krasser für die Straße sozusagen. Genau, aber ich glaube nicht, dass es dann trotzdem nicht auf, bin ich ganz ehrlich, glaube ich nicht, dass es auf das Niveau dann der ZR1 kommt deswegen, weil ich glaube, die Motorleistung wurde da kaum angepackt, zumindest mal nicht so massiv. Ja, und auf den Spy-Shots haben sie auch von der Aerodynamik nicht so viel getan, weil es halt der Unterschied von der Stingray auf die, Quatsch, von der Z06 auf die ZR1 ist zumindest halt mit dem ZTK-Package, weil ohne ZTK-Package ist die auch nicht so krass. Also immer noch krass, aber halt nicht so. So, ich gebe dir einfach mal kurz die Rechte Pro ab. So, erstmal das anstößige Nummernschild muss ich jetzt erstmal melden. Ja, das geht ja gar nicht. Entschuldigung. Also ich habe nachgeschaut, AMG GTR Pro soll das Ganze wohl heißen. Pro, okay. Sind wir jetzt beim E-Sport angekommen, so mit Pro und so. Ja. Wird in Deutschland nicht offiziell anerkannt, das Auto. Mein Cursor ist weg. Hilfe. Ja, muss, glaube ich, einmal alt tappen irgendwie, dann ist er wieder da. Das ist so ein... Ah, jetzt ist er, ja. Bisschen eine Scheiße. Jetzt ist er wieder weg, okay. Ich port mich mal hin. Ja, mach mal. Wobei, das hat man letztes Mal schon. Weil ich glaube, du kannst auch einrichten, wenn ich nicht in der Nähe bin, bei nur einem weiteren Spieler tut das nichts zur Sache, glaube ich. Weil eine Schnellreise dahin macht es ja so oder so, egal wie nah ich dran bin. Ja. Okay. Ich muss mir irgendwann mal merken, was wir letztes Mal gefahren sind oder nicht. Das hatten wir noch nicht. Ja, irgendwann wiederholt sich sowieso. Ja. Ja, vielleicht eben auch irgendwann mal custom-generierte Routen. Da ist halt das Problem, die Standardrouten kennen wir halt beide. Bei den custom-generierten Routen. Du wirst meine Strecken nicht kennen, ich werde deine Strecken nicht kennen. Das ist richtig. Meine kenne ich auch kaum, weil es gibt nicht so viel. Ja, gut. Ja, ich habe mir zwar immer mal wieder vorgenommen, welche zu machen, aber wie es halt so ist, wenn ich halt was umsetzen will, dann nehme ich mir die Zeit halt schon sehr, sehr intensiv und die habe ich halt leider in den letzten Wochen und Monaten halt echt sehr, sehr gering leider nur gehabt. Man muss auch dazu sagen, wir zeichnen diese Folge, ja, weil, wie gesagt, eigentlich hätten wir die Folge nicht gemacht. Sehr, sehr spontan auch. Wir haben jetzt exakt 0 Uhr am 23.02., also es ist gerade auf den 23. umgesprungen. das heißt, Freitag auf Samstagnacht zeichnen wir das Ganze auf. Also wirklich so ganz, ganz spontan die ganze Geschichte. Damit ihr, meine lieben Damen und Herren, nicht ganz so ohne Multiplayer-Folge auf dem Pixelhelden-Kanal auskommen müsst. Bei Andi gibt es ja dieses Wochenende richtige Party. Ja, gleich 3 Folgen. Das ist richtig Action. Genau. Ja, vielleicht auch nochmal ein paar technische Daten bezüglich vielleicht Topspeed. Da sind die beiden nämlich relativ ähnlich. Der AMG GTR protzt mit 318 km/h, also Herstellerangabe 318 km/h, während die C7 Z06 mit 315 km/h angegeben ist. Also 3 km/h Unterschied. AMG tatsächlich schneller, trotz, wie schon gesagt, fast knapp 100 PS weniger Leistung. Da könnte man jetzt natürlich sprechen, dass die Downforce bei der Z06 vielleicht doch höher sein könnte. Auch ja, wenn es kein richtiger Flügel ist. Also was man ja vielleicht sieht, da ist so ein Plastikding, was man ja beispielsweise vom TVR Sagaris kennt, ist es kein Plastik, nur man identifiziert es sehr leicht als ein solches. Das ist das Z07-Paket, also halt ein Teil davon, welches wir hier im Spiel haben. Genau, das ist also, um da vielleicht ein paar Leute abzuholen, die gar nicht mit Corvette konform gehen. Das gibt es ja bei vielen Herstellern, dass es nochmal so spezielle Performance-Pakete gibt. BMW hat es ja zum Beispiel, so Performance-Pakete oder solche Geschichten. Ich glaube, bei AMG, bei AMG gibt es zum Teil auch solche speziellen Pakete. Und bei der Corvette ist es halt, also bei der Z06 insbesondere, ist es das Z07-Paket. Und das haben wir hier auch im Spiel drauf. Aber Andi, für bitte fort. Im Prinzip. Hab ich alles gesagt, ja, okay. Ich hab dir einfach die Worte geklaut. Ich. Böser, böser Finger. So. Und wer sich jetzt fragt, wofür Z06 steht, das fragen sich alle. Es gibt keine offizielle Begründung, warum das Ding jetzt Z06 heißt, soweit ich weiß. Ja gut, aber das ist ja bei dem Camaro genauso mit Z28 oder so, oder? Das hat ja auch keine tiefere Bedeutung. Z28 war halt bei der ersten Generation 19.
68 dürfte das gewesen sein, der interne Codename. Okay. Camaro an sich ist ja auch eigentlich kein Wort, das existiert in keiner menschlich bekannten Sprache. Doch, das ist Französisch. Ach ja, genau. Ich Camaro ist doch ganz. Und Corvette. Und Chevrolet. Ja, heute tatsächlich das altbekannte Duell Deutschland gegen Frankreich. Ja, stimmt. Darf man nicht vergessen. Ich glaube, den Insider werden jetzt auch nur wenige verstehen. Ja, es ist wirklich ein Insider. Lasst es einfach so stehen. Wenn man Insider erklärt, sind sie ja keine Insider mehr, ne? Ja. Muss man dazu sagen. Ja, ich würde sagen, kommen wir, das Rennen ist zwar jetzt schon vorbei, wir werden jetzt auch gleich schon wechseln, aber kommen wir vielleicht kurz mal zu den Fahrzeugen zu sprechen. Ich mache einfach mal einen Anfang mit dem GTR. Im Prinzip sind das so Sachen, die ich eigentlich schon bei Horizon 3 schon mir sehr stark aufgefallen ist und auch hier wieder sehr stark auffällt. Der AMG GTR ist leider, muss man sagen, sehr untersteuernd. Er ist halt dadurch, gerade was Einlenkverhalten angeht und solche Geschichten, sehr stabil. Insbesondere interessant zum GTS, den wir ja auch hier im Spiel haben, also die 1, ja, weniger aggressivere Variante. Die ist bei weitem nicht, also die ist viel, viel agiler. Gerade was engere Kurven betrifft, macht tatsächlich die GTS mehr Spaß, beim GTR so ein bisschen Probleme. Der Vorteil wiederum, da es so ein bisschen leicht über die Vorderachse schiebt in den Kurven, ist halt sehr stabil. Ja? Du hast eigentlich nie das Problem, irgendwie kämpfen zu müssen, gegenlenken zu müssen. Du hast halt eigentlich ständig das Gefühl, okay, der hat halt Grip ohne Ende. Das Problem ist aber, du kannst halt nicht so schnell diese Kurven anschneiden. Das ist auch so ein Thema, denke ich mal, wenn jetzt Andi dann gleich sagt, okay, ja, das sehe ich auch so, dann wird es so ein Thema sein, was wir, denke ich, auch im Tuning dann angreifen werden, dass wir da sagen, okay, da müssen wir irgendwie gucken, dass wir vielleicht am Fahrwerk ein bisschen was ändern oder vielleicht auch sogar an der Aero, dass wir ein bisschen so, ja, ihn vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen freudiger machen, was das Einlenken und so weiter angeht, dass er ein bisschen mehr mit dem Arsch kommt. Ich glaube, gerade solche Fahrzeuge dürfen ja ein bisschen mit dem Arsch tänzeln. Ich finde, das gehört einfach dazu. Ja klar, V8-Antrieb schreit danach. Egal, ob deutsch oder nicht. Ja, was hast du zur Z06 zu sagen? Ist ein schönes Auto. Gut, das ja. Kommt mal mitnehmen jetzt. Eigentlich können wir, also wir können eigentlich nichts mehr dran ändern. Es ist perfekt. Es ist ja. Schön. Nee, was man halt wirklich merkt, 50-50 Gewichtsverteilung. Ja, das hast du beim GTR halt auch, ja. Das ist ja, ein Trans-Axle-Vorteil. Du hast halt minimales Untersteuern in schnellen Kurven, aber ist halt wirklich marginal. Nachteil ist halt wirklich, durch die Leistung aus Engkurven raus beschleunigen ist ein Akt, ohne dass sie die Räder durchdrehen. Weiß ich jetzt nicht, inwiefern es beim AMG aufgefallen ist. Ich würde aber spontan sagen, nicht so krass. Du hast im Übrigen die Führungsrechte. Ah, ich hab. Achso, ja. Ich dachte, du machst nochmal so. Nee. Bis hier hatten wir letztes Mal schon. Dann machen wir mal. Die Bremse, super. Das muss ich wirklich sagen. Ist sowieso Corvette-Stärke, so ein bisschen gefühlt. Ach komm, bei dem Ding können wir mal Colossus fahren. Ach ja. Ein bisschen, die sind ja ein bisschen schneller, dann können wir ruhig mal hier ein bisschen längeres Dingens hier machen. Ja, gucken wir mal. Jetzt gucke ich mir auch mal hier die Z06, die C7 Z06 an. Das ist ja auch sowas, was immer viele. Gut, mittlerweile glaube ich nicht mehr, mittlerweile ist sie schon lang genug auf dem Markt, aber das hat ja auch immer sehr, sehr viele Menschen verwirrt, so, hä, wie jetzt C7, Z06, hä, was jetzt 6, 7, was bedeutet ja. Das so? Ich war einer von denen am Anfang. Echt? Okay, ja. Nee, ich ja, habe das relativ. Ich bin in der Thematik noch nicht so lang drin. Ja, ich habe das relativ schnell kapiert, weil es war halt ja eben die C7 Stingray. Und dann hieß es halt, gut, okay, jetzt kommt halt Z06 und Z06 gab es ja auch in der Vergangenheit schon. Natürlich bei der anderen, also C6, Z06 gibt es ja genauso. Und deswegen war das dann relativ schnell klar, aber das hat halt echt immer sehr, sehr viel verwirrt, weil wir haben ja tatsächlich, das muss man jetzt so sagen, wir haben ja die Z06 damals per DLC in Horizon 2 lang ist her dazu bekommen. Und da war das auch immer so ein bisschen Thema bei vielen, dass da viele das so ein bisschen verwirrt hat. So, hey, wir haben doch schon eine C7, jetzt ist es wieder eine 6, hä, was? Ja, Zahlen immer kritisches Thema. Da machen und wir dann aber noch wie mit dem AMG und nennen es einfach GTR. Genau, dann noch das Z07-Paket. So. Ich glaube, wenn sie das noch angeschrieben hätten, wäre komplett vorbei.
Aber ja, gut, in Horizon 2 hatten wir ja auch noch die Corvette C7 Stingray. Hätte ich hier im Spiel auch gerne, aber. Ja, vor allem wir hatten dort Senesi-Paket, was man Oh dran machen konnte. ja. Also die sah dann richtig geil aus, muss man sagen. Das stimmt. Die vermisse ich auch, muss ich sagen, weil die Stingray, also klar, die Z06 ist geil, müssen wir nicht drüber reden. Auch die Crossport, Sport, die es ja noch gibt, die so zwischen die Balance zwischen den beiden bildet. Ja, die Ist ja nicht Leistung was mit der Payback. Stingray und die Optik der Z06. Aber ja, die Z06, wie gesagt, finde ich mega geil, auch gerade im Z07-Paket angesprochen. Aber die normale Stingray finde ich einfach mega hübsch. So, das ist ein wirklich super, irgendwo auch elegant, aber halt trotzdem auch noch so ein bisschen dieses Amerikanische mit dabei. Ja, deswegen. Ja, und der Wagen hat halt immer noch Kofferraum, muss man sagen. Also ich glaube, das sind 300 Liter, was du da hinten reinpacken kannst. Ja, das sehe ich, die ist super, super alltagstauglich, was man gar nicht denkt. Und auch im Unterhalt, ja, man denkt immer so, ja, so ein Ami, ein Spritfresser und weiß ich was alles, aber die ist vom Unterhalt super angenehm, muss man sagen. Also die ganz normale Stingray. Und in der Anschaffung sowieso. Hast du jetzt echt mit zwei Leuten ein Teamrennen gestartet? Habe ich jetzt ein Teamrennen gemacht? Ja. Geil, ja, cool. Ja, ja mal gucken, welches Team gewinnt. Aber gut, was man bei der Corvette tatsächlich als Nachteil legen muss, sei, dass der Flügel halt nicht wirklich am Kofferraumdeckel aufgeschraubt ist, sondern halt hinten, ja, quasi hinterm Kofferraumdeckel. Ah ja, Brauchst du halt einen Kran, wenn du deine Sachen wieder rausholen willst. Das stimmt, ja. Das ist Vor da ein allem, wenn du bisschen dann eben unvorteilhaft, besagte ja. ZR1 mit ZTK-Package hast. Ja, dort hast du nochmal einen größeren Flügel. Ja, während ich gerade hier im Drehzahlbegrenzer kurz rumgejuckelt bin, können wir auch nochmal kurz zur technischen Seite kommen, vielleicht zum Getriebe der beiden Fahrzeuge. Beim AMG haben wir ein 7-Gang-Doppel-Kupplungsgetriebe, wie das halt so mittlerweile eigentlich so bei jedem europäischen Sportwagen verbaut wird. Und bei der Corvette haben wir, glaube ich, kann man sogar wählen zwischen handgerissen und, glaube ich, Automatik, wenn Ja. ich da nicht falsch liege, was natürlich sehr geil ist, gerade für so Puristen. Immer wieder eine schöne Sache. Wenn man es handgerissen hat, ist es ein 7-Gang-Getriebe und wenn es eine Automatik ist, ist es ein 8-Gang-Getriebe. Aber kein Doppelkupplung, so viel ich weiß, ne? Nee, man muss auch sagen, das Automatikgetriebe ist der größte Knackpunkt bei der Corvette. Das ist absolut für den Arsch. Ja. Ja, das weiß ich auch noch, glaube ich, damals, als die Stingray, weil wir auch gerade das Thema Stingray hatten, damals rausgekommen ist. Dort ist nämlich ja dasselbe Spiel, dass man da ja wählen kann zwischen den beiden. Da war auch, glaube ich, bei jedem Testbericht, was man gehört hat, und das lustigerweise war das halt irgendwie so, dass fast jeder Tester nicht die handgerissene Version hatte, sondern Ja. immer die Automatikversion, kam das Getriebe immer massiv schlecht weg. Und das war eigentlich, glaube ich, so der größte Knackpunkt. Und ich glaube auch, gerade wenn man jetzt ein normales Stingray kaufen würde, ich glaube, so handgerissen wäre irgendwie Pflicht, oder? Und Ja, garantiert. bei Z06 ist, glaube ich, so, das ist halt schon potent, so ein Fahrzeug. Wenn man bedenkt, hier fast, also an die 700 PS, sage ich jetzt einfach mal, dann aber mit handgerissen, da darfst du dich auch nicht verschalten, sonst macht's, das macht's Getriebe ganz schnell clear. Was man sagen muss, ich weiß nicht genau, wie es beim AMG steht, aber die Motoren von der Corvette sind ewig lang haltbar, obwohl sie halt wirklich so viel Leistung haben. Aber klar, Literleistung ist halt trotzdem noch verhältnismäßig gering. Ja, die haben halt ja auch einen richtig krassen Block einfach. Ja, ein Small Block, ne? Ja. Und die sind halt schon robust. Also, ich würde auch mal einfach kackendreist behaupten, da können sie von der Aufladung her, können sie da ruhig nochmal mehr Druck drauf geben, macht es dem Motor nichts aus. Ja? Also, ich glaube, die sind da schon sehr, sehr robust einfach. Und daher auch die Langlebigkeit. Ich meine, die wären ja auch, wenn man mal bedenkt, das ist eigentlich ganz interessant, muss ich sagen, ob man ihn jetzt mag oder nicht. Aber JP von, also JP Performance, wer nicht kennt, hat einen YouTube-Kanal, hat eine eigene Tuning-Schmiede in Dortmund, wie auch immer. Auf jeden Fall, der war eingeladen bei Corvette, also Chevrolet Corvette. Und da durfte er quasi selber, natürlich mit Anleitung, einen Z06-Motor bauen. Oh ja, habe Und ich gesehen. das war, ist echt super interessant. Also kann man nur mal empfehlen, da mal das anzuschauen, was da so auch ein bisschen erzählt wird. Und da hat man ja halt auch mitbekommen, wie lange einfach schon im Prinzip dieser Small Block einfach verwendet wird und halt einfach über die Generation hinweg immer wieder angepasst wurde. Und das finde ich halt auch das Interessante, dass der Block einfach eins zu eins derselbe ist, der auch in der Corvette
C7R verwendet wird, also der Rennversion, ja, die in Le Mans und so weiter antritt. Und das ist halt natürlich auch so eine Sache, was natürlich schon irgendwie für diese ganze Geschichte steht. Ja, aber das mit dem Motor selber zusammenbauen finde ich super geil. Das kann, glaube ich, jeder machen, der sich so ein Auto bestellt für 5000 extra oder so. 5000, genau. Und dann hast du aber auch wirklich deinen Namen auf dem Motorblock stehen. Ja, klar, für Wiederverkauf ist scheiße, aber wer denkt bei so einem Auto an Wiederverkauf, wäre komplett bescheuert. Ja, und apropos Namen stehen, das ist ja bekannt bei AMG zum Beispiel, wenn man sich hier ein AMG kauft, dann steht ja auch ein Name da auf dem Motor, da steht nämlich immer genau der, der den Motor zusammengebaut hat. Das ist ja halt auch so diese Devise bei AMG, was ich auch eine coole Philosophie finde, die sagen ja auch ein Mann, ein Motor, ja, also der Motor, der da drin ist, das haben nicht tausende Leute sozusagen die zusammengebaut, sondern klar, die Teile natürlich hergestellt schon von verschiedenen Firmen und so weiter, aber die Zusammenbauung macht nur ein Mann, ja, also eine Person von Anfang bis Ende baut diesen einen Motor zusammen. Finde ich auch irgendwie eine coole Philosophie. Das heißt, wenn der Motor dir um die Ohren fliegt, weißt du, der eine Typ hat verkackt, ja. Genau, den kannst du verklagen. Ja. Ne, finde ich auch cool. Es dürfte auch, glaube ich, Pagani gewesen sein. Die verwenden ja, glaube ich, AMG V12 Motoren. Genau, diese 65er Motoren, also in einer abgewandelten Form. Also die sind ja speziell für Pagani gebaut, ja. Die baut ja auch nur ein Mann, soweit ich weiß. Ja, also halt wirklich klar, nur einer. Ja, ja, AMG einfach, ja. Achso, meinst allgemein, ja, ja, klar, der halt abgestellt ist, so. Ja. Der arme tropft auf nur Pagani. Ja, ich glaube wirklich, der hat so seine eigene Abteilung, mit dem will keiner reden oder so. Wahrscheinlich, also. Ja, da kann auch nur Italienisch, das ist okay. Bei den siebten Gang beim AMG brauchst du nicht verwenden. Ja, meistens halt Spritspargänge, ich meine... Ja. Ich glaube, wir haben ja hier die Automatikversion von einer Corvette, die wir trotzdem manuell schalten. Da brauchst du den siebten oder beziehungsweise den achten Gang auch nicht. Also. Ja, ja. Aber trotzdem muss ich sagen, beim AMG-Getriebe fällt mir besser. Ja, aufs Getriebe habe ich jetzt gar nicht so geachtet, muss ich sagen. Also es ist mir nicht störend aufgefallen, sagen wir es mal so bis jetzt. Ja, nee, störend auch nicht, aber mir gefällt es halt doch einen Tacken besser beim AMG. Es ist doch ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger. Mhm. Gefällt mir besser, das auf jeden Fall. Ist halt sowas, weil ich finde, wenn du ein Fahrzeug tunst oder ein Fahrzeug fährst, so eine Getriebeübersetzung kann dir einiges kaputt machen, deswegen achte ich da im Regelfall schon ein bisschen extra drauf. Das stimmt auf jeden Fall. Aber auch ein zu kurzes Getriebe kann natürlich sehr viel zerstören, weil du halt einfach, wenn du die Leistung gar nicht richtig ausfährst, sondern eigentlich nur daran beschäftigt bist, irgendwie die Gänge durchzurütteln, bringt es natürlich genauso wenig. Ja, so jetzt müssen wir Goliath fahren, oder? Ja, wenn wir es in die Länge ziehen wollen, dann können wir das machen, ja. Was haben wir denn für einen Rundkurs? Ich habe einen Demolition Derby gebaut. Geht das? Ja, nee. Okay. Ja, guck mal. Irgendeinen Kurs findest du schon. Ansonsten kannst du ja auch 4 Runden oder so erhöhen. Ist ja egal. Ja, mal den hier. Mal einen Stadtkurs. Kann auch interessant sein, weil jetzt kommt es darauf an, wie bremsen die Autos vor allem. Oder, naja, vielleicht nicht vor allem, aber wird relevant sein. Aber ich bleib trotzdem mal bei 3 Runden, weil so kurz ist der Rundkurs dann doch nicht. Ja, ja. Nach deinem Ermessen. Ich mach die Strecke jetzt doch einfach mal nass. Einfach um zu gucken, was passiert. Es wird nass. Okay, danke. Dann glaube ich. Es wird nicht schneien. Ja. Ihr habt gerade gesehen, ich habe eine Variante von Rundkurs hier, aber ich glaube, die sollte man nicht fahren. Ach du Scheiße. Ja, was man vielleicht auch noch erwähnen könnte auf der technischen Seite, das betrifft jetzt weniger die Corvette, aber vielmehr den AMG. Der AMG hat tatsächlich eine Allradlenkung, was ja heutzutage auch sehr, sehr oft in Sportwagen zu Trage kommt. Sprich, die Hinterachse lenkt leicht mit, je nach Situation, ob man halt um eine enge Kurve will oder halt in schnellen Kurven, um die Stabilität zu erhöhen. Wird halt in Forza nach meinem Erkenntnisstand halt null simuliert. Würde aber wahrscheinlich helfen, wenn es das tun würde. Bei der Corvette haben wir nicht das Problem, weil da gibt es das nicht. Aber auch vielleicht ein interessantes Detail, was man da halt erwähnen könnte auf der technischen Seite. Das habe ich beim GTR tatsächlich das erste Mal mitbekommen, dass es sowas überhaupt gibt. Ah, okay. Und da habe ich mir, als ich erstmal gelesen habe, habe ich halt gesehen, AMG mit Allradlenkung. Dachte ich mir, jetzt wollt ihr mich verarschen, oder? Wie darf ich mir das vorstellen? Ja.
Ja, ich habe das damals aktiv eigentlich bei Porsche verfolgt, mit der Allradlenkung. Und dann, ja, mittlerweile hört man das immer öfter, dass das halt Hersteller halt mit drin haben. Also es ist halt auch wirklich nur marginal, es sind glaube ich 4 Grad oder so. Ja, ja, aber selbst wenn es nur 1 Grad ist, es macht extrem viel einfach aus. Und auch halt eben, ob es mit, also mit der Fahrtrichtung mitlenkt oder gegen die Fahrtrichtung, je nach Situation, das kann schon extrem helfen, auf jeden Fall. Gut, einen Randstein lassen wir besser in Ruhe. Das reicht nicht. Ja, doch. Zwar nicht unbedingt die schönste Linie, aber nee. Man kommt rum. Ich bin nicht eingeschlagen, ja. Ja, man muss noch erwähnen, der AMG GTR hat einen Kollisionsschutzassistent. So. Ja, der AMG GTS, den wir hier im Spiel haben, der hat zum Beispiel keine Allradlenkung. Allerdings gibt es mittlerweile ja einen Facelift vom AMG GTS. Der hat ja auch eben diesen Panamericana-Grill mittlerweile spendiert bekommen, den ja der GTR da als erstes, oder ja, was heißt als erstes, halt in der AMG GT-Riege halt eingeführt hat, sagen wir es einfach so. Auf jeden Fall ist die Facelift-Version des GTS. Da kann man tatsächlich auch eine Allradlenkung optional dazu bestellen. Wahrscheinlich gegen ganz wenig Aufpreis. So 3 Cent würde ich vermuten. Ja, wahrscheinlich. Weil AMG ist ja bekannt dafür, solche Sachen ganz billig nachzuliefern. Ja, generell die Deutschen. Also da ist alles drin von Haus. Das ist eh so krass, ey, was du Geld mit optionalen Sachen nochmal liegen lassen kannst. Gerade weil du vorher ja den Preis genannt hast, also ich bin mir ziemlich sicher, je nachdem wie du den AMG GTR kaufst, dass da nochmal deutlich teurer wird, während du glaube ich bei der Corvette so ziemlich am Limit bist, da kannst du glaube ich nicht viel dazu. Ja, das weiß ich gerade aus dem Kopf gar nicht. Ja, ich wissen wir es auch nicht, keine Ahnung, ist nur eine Vermutung jetzt. Ja, wenn vielleicht man vielleicht halt ist auch der AMG GTR schon so krass in der Ausbaustufe, dass da wirklich auch schon alles drin ist. Das kann natürlich sein. Das kann es ja auch geben. Ich habe mir gerade vor der Aufnahme einen bestellt, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich da reingebaut habe. Ja. Ja, lässt sich ja meistens von der Sekretärin auch einfach machen. Ja, genau, ne? Genau. Einfach nochmal gucken. Die fragt dann auch immer, ich war auch mal dabei, es ist immer sehr, sehr lustig und amüsant zu hören. Dann kommt dann immer, ja, Herr Andi, was hätten Sie denn für Ausstattung? Und dann kommt halt einfach immer, ja, mit allem. Ja, das ist so eine Standardantwort. Alles ja, rot oder blau? Ja, mit allem. Ja, und dann kommt meistens lila raus. Das ist sehr interessant. Ja, interessant auch, dass, ich meine, wir haben schon mal gesagt, dass wir bei dem Format jetzt nicht so auf Rundenzeiten achten und so weiter. Aber trotzdem, ich glaube, bei dem Kurs, wo es bis jetzt Handling technisch nicht so Leistung war, da hat jetzt der GTR dann doch gezeigt, dass, was er kann. Ja. Wenn er darf. Wenn er darf, genau, ja, es war halt hier wirklich, du hattest halt die Stadt Ziel geraten und ansonsten war es relativ wenig eigentlich, wo du die Leistung gebraucht hast. Dazu glaube ich, die Corvette hat noch mehr Probleme mit dem Regen als der AMG. Ja, ich bin ein bisschen untertouriger tatsächlich gefahren, um zu wirken. Also ich konnte halt so fahren wie im Trockenen, was ja auch ein Vorteil ist, das muss man positiv erwähnen. Immer die Wartezeit überbrücken, bis dann wieder wir beide in der gleichen Sitzung sind. Warum erstellen wir nicht einfach eine private Lobby? Weiß ich auch nicht. Können wir eigentlich mal machen, oder? Ja. Wenn das gehen würde. Oh, warte mal. So, weißt du, ich wechsle mal zum GTR zurück. Ich nehme mich jetzt einfach mal dem GTR an. Ja, weißt du gerade aus dem Kopf, das fällt mir gerade erst auf, wenn du die zwischen den Rückfahrlichtern ist noch ein Licht. Zwischen den Rückfahrlichtern ist nochmal ein Licht. Ja, das sind nochmal LEDs, was soll das darstellen? Ist es eine Art Regenlicht oder so? Aber das wäre ja dann angegangen, weil ich muss es gerade mal angegangen, ja. Muss gerade mal gucken. Es ist weder Bremslicht, ein Blinker macht keinen Sinn in der Mitte. Also das meint ihr, Andi, das hier dazwischen. Sicher, dass das Lichter sind oder ob das nicht einfach nur so ein... Warte mal, ich gehe mal mit dem Fotomodus an. Oder, keine Ahnung. Oder warte mal kurz. Lass mich nur mal kurz was anderes gucken. Nee. Gut, das dritte Bremslicht hat er hier oben in der Scheibe. Okay. Ja, genau. Keine Ahnung.
Gute Frage, vielleicht weiß es ja jemand unter den AMG-Spezialisten, was das da dazwischen ist. Oder vielleicht ist auch ein Anker? Könnten natürlich aber auch nicht Lichter sein, sondern da könnten ja auch irgendwie die Sensorik oder so drin sein, so Kameras und solche Sensoren, dass die da irgendwie mit auch verbaut wurden. Dass sie nicht jetzt in einer Scheibe hinten drin irgendwo sind, sondern halt da dazwischen einfach geklemmt wurden. Könnte ich mir auch tatsächlich vorstellen. Oh ja, zurück zum Festival. Ja, ich muss auch nochmal relativieren. Ich habe ja gesagt, so knapp 100 PS, ja, sind eigentlich knapp 80 PS. Also ich glaube, 100 PS ist ein bisschen zu krasser Wert, wenn man das sagen möchte. Aber als Drehmoment ist, haben wir noch gar nicht angesprochen, da ist halt ein krasser Unterschied zwischen den beiden. Z06 mit 881 Newtonmeter Drehmoment, wenn wir hier beim GTR 700 Newtonmeter Drehmoment haben. Also das ist schon nochmal ordentlich ein Unterschied. Das ist auch das, was den Meerspin auslöst auf jeden Fall. Ja, brainstormen wir einfach mal ganz kurz. Z06, ich weiß zwar nicht, welche Teile vorhanden sind, aber spontan hätte ich jetzt einfach gesagt, wenn die Stabis noch nicht drin sind, macht man die Stabis rein und man macht einfach den vorderen Stabi einen Ticken weicher, beziehungsweise den hinteren vielleicht im gleichen Atemzug minimalst härter. Und ist das denn eigentlich Gedanke. Fertig? Also, es gibt jetzt eigentlich nichts, wo ich jetzt sagen würde, macht er gut, macht er nicht gut, so nach dem Motto. Das ist ja. So eine Geschichte. Deswegen ja, würde ich da groß gar nicht viel ändern. Ja, Bremsen, super. Man kann über breite Reifen nachdenken, braucht sie aber nicht, würde ich sagen. Eigentlich nicht, also, weil gerade Z06 hat ja schon extrem breite Schlappen. Ja, 2,85er vorn, 3,35er hinten. Klar, man kann 3,55er draufziehen, aber das ist dann auch ein bisschen Overkill, würde ich sagen. Das passt eigentlich. Ja. Ich krieg die spannenden Autos beim Tuning, aber ich sehe das schon. Ja, ich hab schon bewusst so dir das gegeben. Du traust mir nichts zu, gib's doch zu. Ja, eindeutig, klar. Nichts anderes. Nee, sagen wir so, ich habe ja ein bisschen Tuning-Erfahrung, was den GTR betrifft. Lang genug mit dem sich tuningtechnisch rumgeschlagen in Forza. Ja, großes Problem, wie ich schon angesprochen habe, ist einfach halt die Untersteuergeschichte, die das Fahrzeug einfach so ein bisschen mit sich bringt. Das Fahrzeug muss einfach ein bisschen agiler werden. Das ist so mit und anderen der Punkt. Wie eingangs erwähnt, wir versuchen jetzt nicht die Fahrzeuge aufeinander anzugleichen. Wir versuchen wirklich nur das zu verbessern, was wirklich quasi bei dem Fahrzeug so ein bisschen das Problem ist. Beim GTR ist es nicht so, dass ich sagen würde, boah, wir müssen jetzt mehr Leistung reinmachen, damit wir auf das Niveau der Z06 kommen. Also diese 80 PS mehr sehe ich nicht so. Was ich jetzt halt ganz gerne machen würde, wäre einfach sagen, okay, wir haben 585 PS, wir machen da einen glatten Betrag, machen einfach 600 PS raus. Dann haben wir da auch ein bisschen was getan, was Leistung betrifft, weil ich glaube, Grip-Niveau ist, denke ich, da. Man könnte tatsächlich überlegen, gerade weil wir dieses Untersteuerproblem haben, ob wir nicht im Prinzip eigentlich jetzt dahingehend doch den Vergleich ziehen oder beziehungsweise die Idee daraus ziehen, weil die Z06 hat ja, oder Chevrolet muss man sagen, hat ja einfach dieses Grip-Problem auf der Vorderachse und damit gelöst, damit, weil sie einfach richtig fette, breite Schlappen auf der Vorderachse hingezaubert haben. Das wäre tatsächlich auch eine Tuning-Möglichkeit beim GTR, dass man halt einfach sagt, dass man diese auch schon breiten 275er halt einfach mal so, ja, also 305er, glaube ich, ist ein bisschen zu viel, aber dass man halt einfach mal einen Ticken höher geht auf 295er, dass man einfach sagt, okay, wir nutzen einfach ein bisschen mehr Reifenquerschnittsfläche auf der Vorderachse. Ich meine, Reifenmischung haben, glaube ich, beide Sportreifen hier, ne? Wenn ja, ich da, das habe ich geprüft. Ja, eben genau, also da würde ich es auch nicht anpacken. Das würde ich auch mal so lassen. Wie gesagt, Grip-Niveau hat eigentlich gepasst beim GTR. Getriebe, hast du ja schon gesagt, fandest du super. Ich meine, ja, das auf jeden Fall. Also das sollte man nicht anpacken. Ja, genau. Deswegen würde ich einfach jetzt mal sagen, wir machen beim GTR, wie gesagt, ich mache jetzt erstmal kurz die Leistung, müssen wir gerade mal ganz kurz gucken, was, nee, ich mache jetzt einmal, vielleicht Abgasanlage ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um auf diese Leistung zu kommen. Das muss ich aber gerade selber nochmal im Kopf überschlagen, damit wir hier auf die richtige KW-Leistung kommen. Man könnte sich einfach auch mal merken, was 600 PS in kW sind, aber das ist mir jetzt blöd. Das sind 441, und ein paar zerquetschte. Okay, hier haben wir, ja gut, ich mache jetzt die Abgasanlage, da sind wir ein bisschen drüber, aber das ist ja egal. Ja, so genau müssen wir es nicht nehmen. Da sind wir bei 604 PS. Das passt, glaube ich, ganz gut.
ein bisschen dieser Leistungssteigerung. Ja, und dann eben, wie gesagt, müssen wir ein bisschen was am Fahrwerk tun. Deswegen ja, bleibt mir keine andere Wahl, als das Rennfahrwerk einzubauen, weil das halt die einzige Möglichkeit ist, ein einstellbares Fahrwerk zu haben. Und natürlich die Stabis, die müssen wir auch mit dazu nehmen. Ansonsten ja, ändere ich jetzt nichts am Fahrzeug. Also das sind echt nur marginale Änderungen, die wir jetzt diesmal machen werden. Wie gesagt, wir wollen eigentlich das, wir wollen von der Serie ausgehen und einfach nur da verbessern, wo wir sagen, ja, was könnte man denn verbessern? Wie gesagt, vorne habe ich jetzt die Reifenbreite 1 breiter gemacht, hinten lassen wir es, das bleiben die 325er und dann installieren wir das Ganze mal. Interessanterweise muss man sagen, bei beiden Fahrzeugen können wir an der Aerodynamik, zumindest mal an der hinteren Aerodynamik, also am Flügel bzw. am Ducktail, tatsächlich auch ein bisschen was verstellen bei den beiden Fahrzeugen. Würde ich jetzt beim bei der Z06 nicht machen. Beim AMG ja, würde ich schon tatsächlich dahin gehen und sagen, man könnte schon überlegen, da eben ein bisschen auch hinten wegzunehmen. Aber dadurch, dass ich ja jetzt durch die breiteren Vorderreifen ja ihm vorne Grip gegeben habe, packe ich das jetzt auch mal nicht an. Ich mache mal kurz noch ein paar Ründchen Probefahrt, dann können wir da gleich nochmal drüber reden. Ja, ja, Probefahrt mache ich auch gerade. Und ja, was willst du sagen? Es fährt sich definitiv doch minimal besser, kann aber, und das muss ich ehrlich zugeben, auch Placebo sein. Ja, klar. Finden wir gleich vielleicht noch ein bisschen raus. Ja. Ja, was ich auf jeden Fall jetzt machen werde, ist beim AMG, wir reduzieren vorne den Stabi deutlich. Einfach auch allgemeiner Tuning-Tipp. Es ist ja immer das Verhältnis von vorne zu hinten, was natürlich gerade beim Stabi in der Kurvenfahrt ein Untersteuern oder ein Übersteuern provozieren oder verstärken oder schwächen kann. Aber in der Regel ist es immer so, wenn man ein Untersteuerproblem hat und quasi mehr möchte, dass das Untersteuern weggeht, dass man vorne das weicher macht. Das ist so der erste Schritt. Also niemals sagen, ich hätte jetzt natürlich auch sagen können, pass mal auf, hier, das ist der Wert, dann mache ich hinten einfach härter, dann habe ich ja vorne auch weniger als hinten. Ist aber nicht immer um der schlauste Weg. Eigentlich fängt man immer an, vorne erstmal weniger zu machen, wenn man Untersteuern reduzieren möchte. So, deswegen machen wir das jetzt auch mal. Wir machen es ja knapp so, das Verhältnis. Das haben wir ja, brauchen wir eigentlich nicht ändern. Erstmal, ich würde sagen, wir gehen einfach mal raus und fahren einfach mal per Meter. Ich glaube, das könnte schon viel ausgemacht haben. Kann ich jetzt ja auch mal vielleicht im Innenraum so ein bisschen fahren, mache ich ja selten eigentlich. Und ja, warum drehe ich im Innenraum so weit den roten Bereich? Der rote Bereich ist da, weil das hier quasi ein fabrikneues Modell ist. Die General Motors Modelle haben mittlerweile alle so, dass du 500 Meilen fahren musst, bevor du wirklich weiter drehen kannst als 4.500. Das seht ihr auch bei der Seite 1 hier im Spiel, bei der Camaro dürfte es glaube ich auch sein. Ist halt so ein Tick, den die da aktuell haben, was auch gar nicht mal so schlecht ist, weil, naja, im Regelfall kaufst du dir so ein Auto nicht, um damit direkt loszutreten, und wenn doch, dann sagt dir das Auto sehr schnell, nee, das mag ich nicht. So, ja, was man jetzt deutlich merkt, das Fahrzeug ist viel, viel, viel giftiger auf der Hinterachse. Also man erschrickt eigentlich schon förmlich jetzt auf einmal so, huh, der hat auch ein Heck, was rumkommen kann. Oh hier. Das im Vergleich zur Serie halt zumindest mal. Aber dadurch ja, kann man das Fahrzeug, finde ich, besser in den schnellen Kurven positionieren. Und finde es deutlich angenehmer natürlich. Man könnte natürlich jetzt noch mehr Feintuning betreiben, aber ich möchte jetzt natürlich das alles nicht sprengen. Es soll ja einfach ums Prinzip gehen. Deswegen speichere ich das einfach mal ab. Gebe das natürlich frei, dass Andi das auch gleich noch checken kann. Ich speichere das jetzt einfach mal unter unserem Formatnamen oder unter einem Kürzel des Formatnamens ab. H2H, ja, nicht H2O. Oh, schade. So, Head-to-Head. Ja, machen wir einfach hier mal. Allrounder klingt immer gut. So, ist egal. Und dann geben wir das also, frei. Wer nicht weiß, dass das freigegebene Tuning sich komplett scheiße fährt. Und was dein freigegebenes Tuning fährt sich scheiße, ist aber nicht gut. Ja, nur damit ich halt gleich wieder gut dastehe. Okay. Hört sich nur meine Corvette gut.
Ach so, das ist natürlich schlau, machst du so separate Tunings, alles klar. Ja, genau. Ist ja Sinn des Formats. Okay, beim Erklären brauche ich den AMD nicht suchen. Da kann ich lang suchen, werde ich vermutlich nicht fündig. Ups. So geil, ich habe ja die gelbe Reihe bei mir im Fuhrpark, ja. Gelbe ZR1, gelbe ZL1 und gelbe Z06, alle schön rechts so nebeneinander stehen. Ja, was macht man nicht alles, um ein farblich schönes Bild hinzubekommen? Oh ja, ich weiß jetzt, was du meinst mit er hat ein Hack. So, unter was hast du das gespeichert oder was für einen Namen? H2H. Ah, okay. Genau gleich eigentlich. Ja, es ist ein bisschen, also man könnte es auch wieder entschärfen, aber ich habe es jetzt mal bewusst ein bisschen provokanter so eingestellt. Einfach mal, um klarer Kontrast zu bilden. Machen wir vielleicht mit Ich mag sowas ja eigentlich auch bei Autos, wenn du ein bisschen mitkämpfen musst. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass du zu viel Zeit mit Gegenlenken verlierst, weil wenn das passiert, dann hast du zwar diesen Effekt auch, aber wenn du dann am Schluss endlich wieder zu viel Zeit verlierst, ist es ja auch nicht Sinn des Erfinders. Gerade ein GTR, der sehr auf Performance bedacht ist, und mit Performance meine ich damit halt wirklich, dass er schnell ist. Gut, dann würde ich sagen, du hast gerade noch die Leaderrechte, dann fängst du einfach an und dann gehen wir zuerst mal auf deine Strecke und dann machen wir dann zum Schluss dann meine Strecke. Und ich bleibe jetzt beim, wie wir gerade gewechselt haben, einfach. Wenn wir gerade du im GTR, ich im Z06. Okay, also ich fahre jetzt Mercedes, gut. PvP, ja. So. Bin ich jetzt mal gespannt. Ja, ich denke mal, dass die Z06 aufgrund einfach dieses hohen Drehmoments immer noch nach wie vor da vorne, also schneller sein wird. Aber ich glaube, dass sich der GTR wird auf jeden Fall aufgeholt haben. Glaube ich auch. Gut, Nachteil ist jetzt halt dadurch, dass wir die Autos so gewechselt haben. Wir kennen die LIs schon, aber wird deshalb blöd gelaufen. So. Denk dran, nicht nach links abbiegen. Oder wenn, dann machen wir es beide. Okay, wir einigen uns auf, wir machen es beide nicht. Okay. Ich denke mal, ich darf mal vorne starten. Das ist ja der Wahnsinn. Betrug. Auf meiner Strecke auch noch. So was. Ich fahre die Strecke jetzt zum zweiten Mal. Also ich habe nicht trainiert, ja? Oh ja. Und Kollision sind an. Ja gut, das wirst du bei meiner Strecke aber auch haben. So hart brauchst du nicht bremsen. Ja, kannst gerne mir den Co-Piloten machen, ein bisschen. Hier, das ist die neue Rude hier. 90 Grad links, nicht schneiden. Nicht schneiden? Sprung, wenn ich doch schneide. Kuppe, Mitte. Oh, ich schneide ein bisschen so. Das war zu früh gebremst. Ja, es ist auf jeden Fall. Was kleine Änderungen halt tatsächlich schon ausmachen können, finde ich. Auch bei der Z06, die ja eigentlich schon einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Aber gerade jetzt hier so in diese Kurven hier so rein, man kann das Fahrzeug richtig schön reinwerfen. Macht schon Spaß auf jeden Fall. Ich bin jetzt mal gespannt auf den Abschnitt, wo eigentlich das Untersteuern ist gleich wirklich geprüft wird, also jetzt gleich die schnellen Kurven. Ja. Da bin ich. Ja, der AMG fährt sich doch sehr geil, aber er ist jetzt halt ein bisschen fehleranfälliger. Also was heißt fehleranfälliger? Ist halt, wenn der Fahrer einen Fehler macht, dann vergibt er dir das nicht mehr so gut wie gerade. Ja klar, das ist aber genau das halt, was ja die Automobilkonzerne ja auch machen. Also generell ist es ja heutzutage so, dass die Autos alle tendenziell eher etwas untersteuernder ausgelegt sind. Einfach um diese, ich sag jetzt mal,
Pseudo-Stabilität, sag ich jetzt einfach mal, zu erhöhen. Denn wenn ein Fahrzeug ein bisschen über die Vorderachse schiebt, dann kommt halt der Arsch nicht. Ja? Ein Fahrzeug kann nie gleichzeitig über- und untersteuern. Also wenn es das dann tut, dann fliegst du schon ab. dann drehst du dich schon. Dahergehend machen die das ja. Das ist ein bisschen das Untersteuern ausgelegt, jetzt so auch beim AMG GTR in der Serie. Und klar, wenn du das dem halt nimmst, dieses leichte Untersteuern, sogar eher ein leichtes Übersteuern umwandelst, dann hast du natürlich auch mehr Arbeit und dementsprechend, wenn du dann als Fahrer verkackst, dann verkackt das Fahrzeug natürlich mit dir mit. Ja, das ist klar. Das ist dann halt immer auch so eine Auslegungssache, wie man es halt dann haben möchte. Ja. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt schon oder wir provokanter schon so eingestellt. Wie schon gesagt, normalerweise müsste man da jetzt das wieder ein bisschen zurückrudern, müsste da je nachdem auch in den Federn nochmal und an den Dämpfern nochmal ein bisschen was machen. Das habe ich jetzt aber nicht gemacht, sondern wirklich hauptsächlich an den Stabis das angepackt. Und ja. Auskolonie herauswerfen. So. Aber gut, dass ich jetzt halt abgeflogen bin, da konnte der Wagen nichts für. Ich wollte schauen, ob die Kurve voll geht. Als ich gemerkt habe, geht nicht, war schon zu spät. Kenne mal. Ja, das passiert jedem täglich, auch auf dem Weg zur Arbeit. So. Ah ne, halt, falsche. Ich mach der Gewohnheit. Wobei, nehmen können wir das, glaube ich, trotzdem. Das müsste ja trotzdem gehen. Doch, wir fahren, passt. Ja. Müsste ja trotzdem gehen. Obwohl, du musst noch mehrere Runden einstellen, oder? Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Geht doch nicht. Naja, und vor allem kann ich bei dem dann das auch abändern, dass wir keine Kollision haben. Wobei mir wurde gesagt, dass man mittlerweile ja suchen kann und da werden dann, glaube ich, alle Blaupausen angezeigt. Nee, aber das will ich erst noch überprüfen. Habe ich getestet, funktioniert nicht. Okay. Man kann ja auch so nach sich selber suchen, das finde ich immer sehr, sehr lustig und dann wird mir auch immer nur die letzte angezeigt. Ja, sauber. Also deswegen, sehr, sehr schade, ja. Warum auch ein intelligentes Suchsystem einfügen, dass du einfach nach der Strecke suchst und du die Blaupause selber erstellen kannst? Ist doch nicht so schwer, aber darum soll es nicht gehen. Darüber rege ich mich im Let's Play schon oft genug auf. Ja, das ist jede zweite Folge, mache ich einen Rant über Playground Games. So, hier Kollision aus, dann haben wir das. Ja, möchte ich überschreiben. Ja. Man muss halt dazu auch nochmal sagen, ausdrücklich, der Vergleich bezieht sich wirklich jetzt auf das Spiel. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Wie schon gesprochen, gerade ein AMG GTR hat ja eigentlich Allradlenkung. Da würde sich das auch nochmal anders auswirken. Das heißt jetzt nicht, dass wenn wir sagen, okay, der hat hier so eine Untersteuergeschichte, das haben wir bei der Z06 nicht so extrem. Das heißt ja nicht im Umkehrschluss, dass es auch dann aufs echte Leben anzuwenden ist. Das bezieht sich halt wirklich hier auf das Spiel. Das muss man einfach so sagen. Zumal man ja auch nie wirklich sicher gehen kann, in welchem Modus die jetzt hier im Spiel gefahren werden. Weiß man nie. Vor allem, das ist, soweit ich weiß, ist es ein oder zwei Personen, die bei Playground Games oder Turn 10 diese Fahrzeuge oder die Car-Physik oder das Car-Handling machen. Und wenn der das halt irgendwie so einstellt, dann stellt er das halt so ein. Wenn das anders einstellt, stellt er das halt anders ein. Das liegt ja dann auch im Ermessen von der Person, wie er dann so ein Fahrzeug halt in so ein Spiel umsetzt und inwieweit es dann halt realistisch ist, ist natürlich sowieso eine andere Geschichte, das muss man sagen. Man kann sich ja immer gerne, also das ist ja das Tolle an Forza allgemein, ob das jetzt eine Cade Racer ist oder nicht, aber es bezieht sich ja trotzdem massiv auf reelle Daten, anders als ein Need for Speed, was zwar prinzipiell dasteht, hey, das sind die Seriendaten, aber ja, mit den echten Daten hat es dann schlussendlich irgendwann gar nichts mehr zu tun, gerade spätestens, wenn man das Tuning anlegt. Hier bezieht sich das ja doch noch irgendwo auf eine, sagen wir mal, reelle Physik oder die Physik, die wir Anwendung findet, die ist bezogen ja irgendwo in einer abgeschwächten Variante vom echten Leben und deswegen macht es ja schon Sinn, auch immer mal so den Blick auf, wie ist es im echten Leben zu werfen, gerade wenn man Leistungsdaten oder sowas abruft, muss aber halt auch einfach immer wieder erwähnen, hey, okay, das ist halt nicht das echte Leben, das ist klar, das ist ein Spiel. Und da muss man das auch noch mal ein bisschen separieren können. Ja.
Ja, man merkt, dass der Downforce stark ist. Bei der Kuppe hebt gar nichts ab. Ein bisschen zu eng genommen. Ich komme nicht vorbei. Die Kollision ist aber aus, ne? Ach echt? Ja, ja, ja. Aber dann? Ich halte mich hier die ganze Zeit zurück. Feuerfrei. Wow. Ja, aber es ist deutlich besser, der AMG so wie in der Serie. Und es ist jetzt weit davon entfernt, dass es eine Zicke ist, also ganz ehrlich. Man merkt beim Rausbeschleunigen jetzt auf einmal, okay, er hat Heckantrieb. Es ist doch kein Frontantrieb. Wäre auch mal was, oder? AMG GT mit Frontantrieb. Für den 1. April. Warum nicht? Nee, das kannst du vergessen. Mit so einem großen Motor vorne, Frontantrieb, ey, da machen die Reifen ganz schnell Puff. Dann hat sich das erledigt. Ob das mit der Corvette halt nach wie vor unterlassen sollte, ist im falschen Gang raus beschleunigen. Also vor allem halt im niedrigeren Gang. Ja. Weil dann trittst du dir in die Fresse. Ja, gerade bei so Fahrzeugen allgemein, unabhängig jetzt, dass das natürlich auch bei der Corvette passt, aber wenn du ein Fahrzeug hast, was relativ viel Drehmoment hat, das war scheiße. Mach ich bitte mal nach. Ist es auch nicht schlimm, wenn du ein bisschen untertouriger raus beschleunigst. Das kann dir, wie gesagt, jeder Rennfahrer auch bestätigen, das machen, wie gesagt, Rennfahrerpiloten auch mal gerne, wenn du mal ein bisschen untertouriger rausbeschleunigst. So viel Zeit kostet es dich im Endeffekt auf die Runde gesehen gar nicht. Es fühlt sich zwar im ersten Moment nicht so schnell an, weil auch der Motor nicht so mega aufheult, aber so viel Zeit verlierst du gar nicht. Vor allem, du sparst dir meistens sogar nochmal einen Schaltprozess und das macht erstmal die ganze Geschichte etwas ruhiger und halt der Durchzug ist natürlich auch besser, ne? Weil was bringt es dir, wenn du aus der Kurve raus für gefühlt eine halbe Sekunde in dem perfekten Gang vielleicht bist, aber dann schon wieder schalten kannst, dann ja, ist der Durchzug halt auch irgendwo weg. Ja, Durchzugsunterbrechung ist dann vielleicht, glaube ich, das richtige Wort an der Stelle. Deswegen ist das auch gar nicht so wild. Also lieber mal einen Gang zu hoch sein, als einen Gang zu tief. Zumal dir bei einem Gang zu hoch das Getriebe vermutlich auch nicht sofort in den Arsch springt. Was halt bei einem Gang zu niedrig doch mal passieren kann, wenn es halt wirklich extrem ausfällt. Ja, ja. Also geht ja da nicht nur um Performance, sondern halt auch wirklich um die Langlebigkeit so ein bisschen. Aber obwohl wir die Fahrzeuge jetzt nicht bewusst einander angeglichen haben... Haben wir sie einander angeglichen. Ja. Das ist halt das Streben nach Perfektion. Wenn's perfekt ist, ist es perfekt, ne? Ja, doch. Ja, vorne hebt er ab über die Kuppe. Ja, mir auch ein bisschen. Ja, das war jetzt zum Beispiel der Gangwechsel, hätte ich mir jetzt sparen können. Habe ich nur Unruhe reingebracht. Ja, die Tunings lassen wir natürlich bei uns stehen, also wenn ihr das auch mal austesten wollt, wie die Fahrzeuge in der Serie sind und dann eben, was wir jetzt da in dieser Kürze der Würze umgebaut haben, dann könnt ihr das gerne machen. Ja, wie eingangs erwähnt, ich glaube, die Fahrzeuge haben sich wirklich ein bisschen beziehungsweise der GTR ist ein bisschen da näher an der Geschichte rangekommen.
Ich glaube, gerade beim GTR merkt man den deutlicheren, die deutlichere Veränderung im Vergleich zu dem Z06. Beim Z06 ist es wirklich eine absolute Nuance, nur was verbessert wurde. Aber es wurde verbessert. Ich glaube, wir haben nichts verschlimmbessert. Das passiert ja auch mal gerne. Und dazu kann man ja auch mal stehen, wenn man verschlimmbessert hat. Haben wir aber nicht. Und ich glaube auch beim GTR da sowieso nicht. Da merkt man schon massive Verbesserungen. Und ja, ansonsten glaube ich, wenn du nichts mehr zu sagen hast, sind wir am Ende angekommen an dieser Ausgabe. Ja, zum ersten Mal unter dem Namen Head to Head. Aber natürlich die zweite Folge dieses Formats. Wenn das euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Däumchen nach oben, sowohl bei Andi als auch bei mir da. Und dann würde ich sagen, ja, bis zur nächsten Ausgabe. Vorschläge dürfen wie immer gerne natürlich angebracht werden. Wenn ihr sagt, hey, das wäre doch mal ein interessanter Vergleich hier für dieses Format. Am besten aber auch immer dazu schreiben, was denn euer Gedankengang dahinter ist. Warum sollte man die vergleichen? Also jetzt nicht einfach hier hinschreiben, ja, Opel Corsa gegen Ferrari, LaFerrari. Da erschließt sich mir jetzt nicht so ganz der Sinn, außer dass Corsa italienisch ist. Und ne, aber ja, lassen wir das. Also sollte schon was Sinnvolles sein, wo auch wirklich der Vergleich irgendwo vielleicht sinnig macht. Und wir gucken uns das an, ob wir das natürlich umsetzen können und ob wir den Sinn dahinter sehen oder nicht, entscheiden natürlich schlussendlich immer noch wir. Aber Vorschläge sind natürlich immer sehr, sehr gerne erwünscht. Da hat man vielleicht auch nochmal einen ganz neuen Blick auf manche Duelle oder manche Ideen. Und ja, ansonsten gebe ich einfach mal dir, Andi, das Schlusswort. Wahnsinn, Premiere. Ja, eigentlich gibt es nichts mehr zu sagen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bewertungen sehr gerne, in jeder Form. Ja, bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.